Guten herzlichen Tag, sehr lieber Zuschauer. Wir zocken heute eine Runde RKS Freudenstachel, was mir freundlicherweise vom Boss zur Verfügung gestellt worden ist. Und das wird echt sowas von abgehen und so genial sein, dass ich jetzt wahrscheinlich einfach die ganze Zeit zocken werde. Also ich habe natürlich das erste Level, also die Opening Stage, hier schon mal testgespielt, weil ich einfach zu neugierig war. Und alles andere kenne ich aber noch nicht, auch wenn der Boss gesagt hat, dass es angeblich sau schwer sein soll. So, das muss ich aber natürlich auch so machen, dass ich sehe, wie groß die Videos jeweils werden. Nämlich, ich bin ja normalerweise einer von denen, der es gern schwer hat und sich immer beschwert, wenn der Schwierigkeitsgrad herabgesetzt wird, obwohl er eigentlich gerade richtig war. Nämlich im Original RKS Freudenstachel, da war das so, dass die vor allem in der Gola-Stage ein paar bestimmte Abgründe einfach zugemacht haben, obwohl es eigentlich gerade gut war, als es sie noch gegeben hat. Aber ich hoffe mal, dass der Boss es hier schön schwer gemacht hat. Und ich habe auch gesehen, dass es anscheinend geschafft hat, es so hinzukriegen, dass man kurz vor einem Boss nochmal einen extra Mittelpunkt hat, in dem nämlich die Bosse dann jeweils ein eigenes Level sind. In dem dann natürlich auch wieder ein Mittelpunkt sein kann. Das könnte natürlich ganz hilfreich sein. Und ich werde es, wie mit dem Boss abgesprochen, so machen, dass ich erstmal alles als Luigi spiele und dann noch als Link. Und während ich mit Luigi spiele, werde ich dann natürlich auch wieder beurteilen können, ob alles als Link schaffbar ist. Wow. Hä? Okay. Es wird nämlich wahrscheinlich auch wieder so sein, dass in manchen Gegnern Items versteckt sind. In dem zum Beispiel, das habe ich im Testspiel schon gesehen. In dem Testspiel war ich sogar tatsächlich so los und bin von einem von diesen Blödmännern hier getroffen worden. Und das ab hier ist ja mal so richtig schwer zu kriegen. Und sogar diesen Metroid-Boss hat er wieder eingebaut. Weil er sich aber überhaupt nicht bewegt, ist er relativ einfach zu schaffen. Ah, oh, fast. Boah. Ja, und hier, das ist nämlich so gemacht, dass der Boss offensichtlich als Link anders ist. Also ich hab vorhin den normalen Boss schon mal versucht, der kommt, wenn man hier unten rechts lang geht. Der eigentlich Eifers Gutes sein soll, und ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn man als Link spielt, dass es dann Freud ja sein soll. Allerdings ist der Boss ja ganz schön schwierig zu schaffen. Wegen diesem Böllerteil da unten. Zum Glück ziehen einem nämlich die Kugelwillis nicht auch dann noch was ab, wenn man auf sie drauf springt. So, und jetzt sind wir echt mal gespannt, wie schwierig das wird. Wir fangen einfach mal hier an. Das heißt, Moment mal. Ich habe nämlich natürlich, wie schon so oft, ach so, ja, da habe ich das offensichtlich falsch gemacht. Ich habe versucht, die Musik zu ändern, aber ich glaube, bei der Dolis-Stage habe ich eine Musik rein, die da eigentlich gar nicht rein soll. Ja, da habe ich nämlich das Original gelassen. Eigentlich hätte es was anderes sein sollen. Da ist bestimmt ein kleiner Machpilz drin. Nicht? Er ist fest damit gerechnet.
Hey! Na toll, kommen jetzt geht's so, Mario-Sprünge. Aber wahrscheinlich kann man auf denen noch nicht mal einen Drehsprung machen, oder? Mich jedenfalls wundern. Naja, hör dich aufpassen, dass man die Teile nicht berührt. Also bis jetzt ist es ja jetzt noch nicht so arg schwer, aber es kommt wahrscheinlich noch. Da ist sogar ein Ab. Hätte ich natürlich gern. Na toll! So, ja. Gäbe es ja normalerweise dann auch wieder so einen Zwischenendboss. Mal sehen, ob es den hier auch gibt. Feuerstachel! Feuerstachel! Hey! Na toll, jetzt kommt der! Ach, da kommen irgendwelche Teile raus, die man auf den Boss schießen muss anscheinend. Boah! Das ist ja total fiesi-miesi! Hä? Wie soll ich denn da treffen? Was zum Teufel? Ach so, aber ich könnte ja eigentlich auch Eisblöcke versuchen zu werfen auf den Boss. Nein! Na toll. Boah, Glück gehabt, dass der Boss schon weg ist. Jetzt kommt natürlich sowas. Zum Glück ist es unten drunter keine Lava, sonst wäre man nämlich, so wie in RKS, sofort tot. Na toll! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich hätte ich dieses Ab jetzt gern. Mal sehen, ob man es auch kriegen kann. Na, zum Glück. Ich weiß es nicht, ob man auf den Teilen springen kann. Da oben kommt ein Pilz runter. Und die schieben einen hier ja nach rechts? Was zum Teufel? Na klar. Hä? Machen diese blauen Münzen irgendwas Besonderes? Frage ich mich. So, das schiebt dann jetzt natürlich nach links. Hä? Müsste nicht eigentlich ein Mittelpunkt sein? Ach so! Weil es ein eigenständiges Level ist, braucht es gar keinen Mittelpunkt. Es kommt ein ganz schwieriger Endboss. In der grüne Feuergeschosse.
Ah. Na toll. Bah, da gibt's eine zweite Form von dem Boss. Was zum Teufel? WTF? Boah, das ist ja mal ein Fieslingsboss. Wahrscheinlich hat der Boss das gemeint mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Hä? Machen die was? Da kommen jetzt so Teile. Kann man, glaube ich, gar nicht killen, diese komischen Zahnräder. Egal, was man macht. Ach so, da gibt es natürlich Plattformen, die auch runterfallen und dann einfach weg sind. Und später kommt nämlich in dem Level dann noch so eine Stelle mit nervigen Totalvögeln, wo ich im echten RKS andauernd aus dem Bild springen. Ja, natürlich, das Rauf- und Runter-Geh-Teil gibt es jetzt natürlich auch. Na toll! Dieser Ashi ist. Mittelpunkt geholt. Den es jetzt zum Glück gibt. Hey! Ach, das kriegt man nur als Link. Wahrscheinlich, weil es sonst unmöglich wäre. Hey! Ich frage mich, wie man das dann als Link schaffen soll. Das wäre doch wahrscheinlich sauschwer. Also hier ging es ja zwar noch, aber wenn ich dann als Link spiele, dann wird das ja so gut wie unmöglich. Aber ich bin auch froh, dass der Boss anscheinend diese Bugstellen gefixt hat. Wo der Link hängen bleiben kann. Da muss man wahrscheinlich jetzt auch wieder ständig aufpassen, dass man nicht eingeklemmt wird. Weil man nämlich sonst sofort tot ist. So, und da hat der Boss freundlicherweise eine Möglichkeit geschaffen, den da oben zu killen. Wahrscheinlich wert, den Fakt geht da oben abzuschießen. Müsste man genau treffen. Und das lohnt sich ja eigentlich auch nicht. Ah, da kommen Feuerschranken und so. Das war ja schon ein kleines bisschen knapp. Soll aber Lust bekommen. Und die ist ein ziemlich schwieriger Gegner. Hä? Na toll, warum bin ich denn so blöd und springe auf den Bowser? Vor allem die Teile sind jetzt das Einzige, was ich gegen den Bowser machen kann. Ah!
Hä? Und wie komme ich da jetzt hin? Ah, okay. Und wo ist jetzt der Boss? Na toll. Das wird ja so gut wie unmöglich. Vor allem, wenn man jetzt nach unten aus dem Bild rausstellt, dann ist man ganz einfach tot gemacht. Wenn es so weitergeht, bin ich gleich tot. Und dann muss ich das nämlich nochmal machen. Boah, das war ja vielleicht mal mies. Da geht's dann weiter im nächsten Video. 10, 9, 8, 7, 6, 5...